Die radikale Mitte. Leider ist das Wandeln in der Mitte des ideologischen Spektrums etwas Langweiliges. Links und rechts unterscheiden sich im Prinzip nur in der Auswahl der Feinde und den Kollateralschäden, die man in Kauf zu nehmen bereit ist. Linke scheitern angesichts der zusätzlichen Toten aufgrund der Asylwerberflut in puncto Bedauern, da sie das für völlig akzeptable Kollateralschäden halten. Um der guten Sache willen. Das unschuldige Menschensterben ist völlig in Ordnung, wenn es für den richtigen Zweck ist. Und die Rechten, die sind halt in anderen Bereichen weniger zimperlich. Polen macht eine öffentliche Datenbank von Kinderschändern. Da haben die Rechten mit all jenen, die unschuldig auf dieser Liste landen, ungefähr so viel Mitleid wie der Linke mit weißen, deutschen Mord- und Vergewaltigungsopfern. Die Seele der Linken ist nur an anderen Stellen verhärtet als bei den Rechten. Klare Positionen und Feindbilder sind nun mal interessanter als das ewige Suchen nach dem vernünftigen Mittelweg. Mit dem ist dann niemand so richtig zufrieden und es ist, selbst wenn ein guter Mittelweg gefunden wurde, unbefriedigend. Momentan sind die Gräben so tief, dass man langsam daran zweifeln muss, ob sich das wieder normalisiert. Die Stimmen der Vernunft und entschlossenen Mitte werden weniger. Hoffen wir, dass es nicht so wird, wie es den Anschein hat.